auf mich wurde ein Kopfgeld abgesetzt, aufgesetzt, was auch immer, von 10.000 und jetzt sind wir unterwegs hier. Immer noch. Und ich soll die Cops abschütteln, denn eventuell habe ich jemanden, der mein Auto kaufen möchte. Verfahrenungslevel schnell loswerden. So, da möchte jemand das haben. Ah. Ja, ich soll es umlackieren gehen. Wo denn bitte? Kann ich es denn hier in der Nähe umlackieren lassen? Hier, da. Ist zwar nicht ganz in der Nähe. Jetzt gerade Chauffeur spiele, keine Ahnung. Wow. Angsthase funktioniert hier nicht. Die fahren einfach weiter, sind egal. Hupen zwar ein bisschen, aber sonst ist das egal. What brings you in today? Better than when she came in, that's for sure. So, unlackiert habe ich's. Dieses Fahrzeug ist für Simon vorbereitet. Liefer es ihn gegen Geld an S. Wer ist S? Da ist S. Und das sind ja auch nur 7 Kilometer. Wollen wir mal gucken, ob sich diese 7 Kilometer auch lohnen. Natürlich mitten durch die Wüste, weil ich habe es ja nicht gerade erst lackiert, dieses Auto. Aber mein Gott, was soll's. Direkt am Gefängnis vorbei, damit ich schon mal weiß, wie das da aussieht, wenn ich erfasst werde. Und das Problem ist, was ich immer noch aktuell habe, es sind 10.000 GTA-Dollar auf meinen Kopf ausgesetzt. Das heißt, wenn ich in der Stadt jetzt gleich bin, werde ich wahrscheinlich das Vergnügen haben, dass zwei, drei Deppen mich unbedingt töten wollen, um, wer glaubt es, ja, diese 10.000 Dollar zu bekommen. Ist das nicht geil? Ja, ne? Das ist nicht geil. Mitten durch die Wüste. Hey, Straße im Sicht. Ich komme. Yeah. Es sind nur noch 5 Kilometer. Wie gesagt, ich freue mich, wenn meine Crew dann endlich so weit ist, dann mit mir Gas zu geben.
ich werde erstmal alle 3 Tage ein Video rausbringen und dann je nach Kommentaren und je nach Wünschen vielleicht noch alle 2 Tage. Aber jetzt erstmal alle 3 Tage ein Video GTA Online. Aber ganz ehrlich, das ist schon ein Rekordkopfbettgeld von mir, also auf meinen Kopf, auf Elchrustikal, denn bis jetzt waren es immer nur 2.000-3.000 Dollar und jetzt 10.000 Dollar, das ist schon, ja, ich würde sagen, da ist L. Wie komme ich denn jetzt zu L? Ich fahre einfach hier, das. Hier ist L. Ist irgendwo. Hä? Ich jetzt bekloppt. Vielleicht sehe ich etwas nicht, aber hier ist L. Ganz bekloppt. Moment. Soy Carmen, ¿con quién hablo? No, we dropped off the check. Hola. ¿Qué puedo hacer con usted, señorita? I thought the new rate didn't start until next month. Ach, das ist ein anderes L. Oh ja, falsches L. Nehmen wir das andere L. Oh mein Gott. Oh. Kein Kratzer an diesem tollen Auto, ja. Ich habe gerade erst bezahlt. Wir fahren einfach mal über Rot, kann uns ja nichts passieren, außer... Außer... Außer, dass eventuell irgendein Depp meint, mir einen Kratzer in das Auto zu fahren. Oh, oh, oh. Aber ich bin ja ein guter Fahrer. Glaube ich zumindest. Oh. Okay, das hat sich damit dem guten Fahrer doch erledigt. Der ist direkt tot. Okay. Oder die oder das. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier richtig. Ich habe echt keine Ahnung. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum fahre ich das Auto hier rum? Dankeschön. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man. Keine Ahnung, was. Wo ist sie? Hier ist S. Da. Ich denke mal, das helle Tor hier. Doch nicht. Dann nehmen wir das dunkle Tor. Okay. We should be good. This in good condition. In guter Zustand nennst du das. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich dafür bekommen habe. 8.000. Erstmal direkt einzahlen. Ihr habt hier die Möglichkeiten, Geld einzuzahlen, loszuwerden, was auch immer. Und... Ja, ich bin jetzt wieder bei 100.000 angelangt. War die letzte Lieferung. Wenn er was Neues für mich hat, lässt er mich es wissen. Ja, schön. Gut, dass er mich das wissen lässt. Aber war auf jeden Fall, ihr wart jetzt, wie gesagt, mal bei einer Auslieferung mit dabei.
Oder ne. Wollen wir uns mal hier ein bisschen boxen? Komm, wir boxen uns mal ein bisschen hier mit den Bauarbeitern. So zum Abschluss. Oder ist das eine Sicherheitskraft? Ist das eine Sicherheitskraft, hä? Nee, ist ein Bossbeamte. Lass mal ruhig. Jesus! Was willst du, hä? Okay, then. Bam! Kriegst du auf so. Bam! This goes against my convictions. But what the hell? I'm calling the cops. Yeah. Shit. Na, ruf die Bullen, ruf doch die Bullen. Erstmal muss ich hier töten. So. Für 17 Dollar. Ey, ich klaue hier den Cola-Truck. Das ist doch cool. Erstmal, dass wir hier rauskommen wieder. Wir sind erstmal hier raus, haben erstmal die Spur abgehängt. So, da versucht mich einer meiner eigenen Leute zu töten, weil bei dem Kopfgeld drauf ist. Die Schweine, die. Lass mich dich töten. Erstmal gucken, wo ich hier gerade bin. Da hinten muss ich hin. Da ist wieder sozusagen meine Base. Naja. Sage und schreibe 81 Dollar in der Tasche. Es lohnt sich nicht unbedingt, mich zu töten. Aber gut. Kannst ja versuchen. Hier zum Beispiel können wir einen töten. Oder ist der so ein AFK-Modus? Da ist ein AFK-Modus. Hier ist ein Strip-Club. Also ihr seht, ist einiges möglich und ich hoffe, dass in den nächsten Tagen dann auch meine Crew aktiv dabei ist, wenn wir mal ein bisschen Kacke bauen wollen. Auf Deutsch. Und LKW klauen, alter Schwede. LKW klauen ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra, was man sich da vorstellt. Aber hier geht noch einiges, das weiß ich. Rum. Das war's, das ist der Marco dann.
glaube nicht, dass ich diesen LKW bei mir in meine Garage bekomme. Da allein schon in der Höhe nicht. Aber man kann es ja mal testen. Wahrscheinlich bleibt er eher stecken. Aber was ich machen kann, ist die Straßensperre errichten. Ihr seht dann jetzt gerade mein Outro, beziehungsweise meine Endcard. Und ihr könnt mir ein Like da lassen, abonnieren und sagen, was wir demnächst vielleicht mal tun sollen. Hier bei GTA Online Let's Play. LT Rustica meldet sich ab. Tschüssi!